Servus zusammen, heute habe ich euch mal hier so ein kleines Technikvideo und ich habe mir ein 3er Filterset bestellt, weil ich eigentlich für meine Kamera unbedingt einen CPL, sogenannten Polfilter, brauche, da ich einfach mehr, ja, wenn ich Wasseraufnahmen mache, dass das Wasser entspiegelt wird und man die Steine schön im Wasser sieht. Für was er auch noch sehr hilfreich ist, was ich im letzten Video schon erklärt habe, ist einfach, um die Kontraste zu verstärken von Wolken zum Beispiel. So, was ist noch dabei? Der UV-Filter ist hier noch dabei, den werde ich wahrscheinlich als Objektivschutz einfach benutzen, um die Kamera, wenn ich sie transportiere, das Objektiv zu schützen. So, dann haben wir mit dabei den FLD-Filter. Das ist ein, ja, lilaner Filter, wo ich einfach noch überhaupt keine Ahnung habe, was er bewirkt. Aber das werde ich dann einfach aufnehmen und die Bilder werde ich euch am Ende des Videos wie immer einspielen. Dann werde ich noch eine kleine Beschreibung dazu raushauen, unten einfach mal lesen. So, jetzt packen wir das Ding einfach mal aus, was ich wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, habe ich sicher schon getan, aber trotzdem, jetzt zeige ich es euch. Habe ich hier mal das Set ausgepackt, ist eine wirklich super handlichen, stabilen, sicheren Tasche, die Filter. Ist schon ein bisschen dreckig, da ich es schon eine Weile rumtrage sozusagen und heute jetzt einfach erstmal das Video dazu mache. Jetzt werde ich mal das Paket der Filter hier öffnen. So, jetzt habe ich die Tasche hier mal geöffnet. Jetzt seht ihr schon, die Filter sind nochmal extra in so einer einfachen Schutzhülle zum Transport, was ich aber nachher auf jeden Fall entfernen werde. Wie ihr seht, haben wir hier noch eine vierte Tasche, wo ihr einfach noch einen Filter reinpacken könnt, einen ND-Filter zum Beispiel, und könnt somit dann einfach auch eure Filter sicher transportieren. Die Tasche ist wirklich sehr, sehr praktisch, wie ihr seht, einfach hier mit einem Klettverschluss und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was das Set gekostet hat. Ich glaube 15 Euro. Und jetzt werde ich einfach mal die Filter die nächsten Tage ausprobieren. Und dann schauen wir mal auf die Ergebnisse. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Wie ihr seht, habe ich euch jetzt die Bilder eingeblendet mit dem CPL- und Polfilter und dem FLD-Filter. Ich wollte euch jetzt einfach nochmal mein Feedback dazu geben. Also das Set kostet 15 Euro plus 3 Euro Versand und von mir hat es eine klare Kaufempfehlung, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Für das wenige Geld kann man auf jeden Fall gute Effekte erzielen, wie man hier schon sehen kann. Ich weiß halt nicht, ist halt Geschmackssache mit dem FLD-Filter. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich werde ihn öfters einpacken und ja, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Marc.